Einen wunderschönen, ja, ich kann sagen, guten Morgen, meine Lieben. Mein Name ist Seven Heaven. Und zwar, ich bin gerade in St. Georgen, also St. Georgen im Lavantal unterwegs. Und ich habe mir doch glatt gedacht, während wir jetzt so Richtung Back ballern, Wahnsinn, alles pippe fein, habe ich mir gedacht, ich rede ganz kurz über die 97er und meine derzeitige Reifenerfahrung. Und ich denke mir, dass das auch für manche Leute recht interessant ist, meine Erfahrung auf der 97er weiterzugeben, wie es mir geht, was aber nicht bedeutet, dass euch genauso geht. Ja, ja, im Endeffekt, derzeitig hatte ich bis jetzt ja circa, ich glaube, ich bin jetzt auf 5800 Kilometer. Und ja, was natürlich auch sagt, dass ich nicht mehr als jetzt mein zweites Paar Reifen auf der Maschine habe. Also das heißt, die Maxis, die original auf der KTM oben sind, sind Geschichte. Die waren ungefähr durch bei mir mit 3400 Kilometer sowas. Was halt eben heißt, ich bin derzeitig mit die Conti Road Attack 3 seit circa 2000 Kilo unterwegs, 2500 Kilometer unterwegs. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, fantastisch. Also auf jeden Fall ein Mehrwert zum Maxi, das auf jeden Fall. Also er bietet mir echt extrem gutes Feedback. Ich weiß immer, also ich habe ein extrem gutes Gefühl in der Schräglage und kann auch den Reifen wirklich empfehlen. Also ohne Spaß, ohne Flunkereien jetzt, ohne dass ich da irgendwie gesponsert werde, sensationell. Und sensationell ist jetzt auch gerade dieser Anblick so hier am Morgen. Wir haben jetzt knapp 18 Grad. Es wird ein sehr sonniger Tag und man sieht halt eben den Tau, der dann noch für ein bisschen Nebel sorgt. Kleine Wölkchen hier. Sensationell. Also wieder für mich ein Traum, wo man ganz einfach sieht, was Motorradfahren bedeutet. Da oben ist eine Sonnenwarte oder eine Sternenwarte. Das sind kleine Kinder, das ist ein Auto und das ist Kurfürtchen. Und wieder zurück zum eigentlichen Thema. Also Conti Road Attack 3 habe ich mich dafür entschieden, weil ich halt jetzt schon daran gedacht habe, okay, jetzt ist Mitte September, also ich fahre ihn eben seit September und habe halt mir gedacht, gut, bis so Oktober kann man auf jeden Fall noch die ein oder andere Tour fahren. Und da habe ich dann eben in dieser Weise ganz einfach mir gedacht, es macht mehr Sinn, jetzt eben so einen Reifen zu holen, als wirklich einen Supersportreifen. Und soweit ich ja jetzt glaube, zählt ja der Reifen als Sporttourenreifen. Es gibt dann auch noch den Sport, also den Conti Road Attack Sport oder Sport Road Attack oder wie auch immer man das dann halt nennt. Ja, da habe ich mir halt eben zwitschern lassen, dass der nicht so gut sein soll, komischerweise. Also auch ein sehr guter Reifen, aber halt eben nicht so gut wie der Road Attack 3. Und da habe ich halt keinen Vergleich, da kann ich euch jetzt nichts bieten, außer eben die Informationen von meinen Kollegen, die den benutzen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, für alle, die sich da jetzt erwartet haben, den super Reifentest, dafür gibt es andere Leute. Ich bin halt der Meinung, ihr könnt euch sicher so ein bisschen Feedback holen, was Sache ist. Im Endeffekt müsst ihr für euch euren Reifen finden. Ja, das ist nun mal Fakt. Probiert Reifen aus, schaut, was euch taugt. Und ich kann halt sagen, mir gibt der Road Attack 3 also wirklich ein fantastisches Feedback und ich fühle mich richtig wohl. Also, da gibt es überhaupt kein Thema. Ja.
von meiner Seite her würde ich sagen, es gibt den Daumen nach oben. Ja? Also ich werde in mir, ich werde jetzt einmal schauen, wie lang der Reifen jetzt hält. Und dann werden wir sehen, was Sache ist. Ja. Und wenn der Reifen auch wirklich eine gute Laufleistung hat, dann sehe ich natürlich absolut keinen Grund, hier diesen Reifen nicht nochmal zu nehmen. Weil er mir ganz einfach, also auch jetzt schon, wir sind jetzt noch nicht sehr viel schräg gefahren, Rollergang, und er gibt mir jetzt schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal, was bei der Kurve geht. Ja, fantastisch. Also wirklich, er gibt mir einfach ein Feedback, das sehr, sehr gut ist. Vom Gefühl her, wo befinde ich mich? Ja? Das heißt, für mich einfach, ich merke effektiv, wo ich am Reifen bin, ja? Also so ein Gefühl, und auch wann der Reifen geht und wann nicht. Und das macht für mich halt schon auch einen Reifen aus. Ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr im Sommer dann, also wenn der Reifen, also wenn wirklich wieder Hochsommer ist, da mache ich das ganz gerne. Mir wahrscheinlich, sofern es keine Neuentwicklungen gibt, die es sicher geben wird, aber so Richtung Super Corsa 2 gehen, der soll ja mit seinen 5 Schichten, was er da hat, oder 5 Zonen, ja, fantastisch sein. Ja. Und da werde ich mal sicherlich das auch einmal zu Gemüte führen, weil der soll halt wirklich vom Grip her noch mehr gehen. Ja. Und das ist das einzige Manko, der mir jetzt so ein bisschen einfällt beim Road Attack, bei manchen Asphaltarten. Ja, und es wär verlogen, ja, zu sagen, dass wir in Österreich einen guten Asphalt haben. Ja. Und bei manchen Asphaltarten, wenn ich da wirklich aus der Kurve extremst raus beschleunigt. Also zweiter Gang, 4000, 5000 Touren und voll am Anker stehe, dann merke ich schon, wie der Reifen beginnt wegzugehen, was aber kein Problem ist, weil ich immer mit Traktionskontrolle fahre. Aber da merkt man, okay, da reguliert schon die Traktionskontrolle. Aber sonst gab es eigentlich keine Momente, wo ich jetzt gesagt hätte, oh mein Gott, was für ein schlechter Reifen. Im Gegensatz, da ist, das ist ja wohl ein Scherz, der Falter genau. Ihr kennt das sicher. Ihr fahrt in der Früh weg, putzt noch schön euer Visier und nach nicht einmal 10 Kilometer. Ja, habt ihr schon das erste fette Viech. Ja, im Gegensatz zum Maxi finde ich den Reifen auf jeden Fall, also es ist ein absoluter Mehrwert, ja, gar keine Frage. Der Maxi-Reifen hat auch seinen Job getan, war aber nicht so lässig. Ja. Ja, dann würde ich sagen, mit diesem, also noch kurz Resümee, Road Attack 3 kann ich als 7 Heaven euch empfehlen, den zu kaufen. Es ist wirklich ein fantastischer Reifen mit sehr schönem Feedback, sehr schönem Grip, für mich auch ein sehr schönes Verhalten. Ich würde ihn mir sogar wahrscheinlich noch einmal kaufen für die nächste Frühsaison, mal schauen, wie lange er hält, darüber werde ich dann auch noch berichten. Und
Ja, dann würde ich sagen, mit diesen schönen Bildern aus Wolfsberg-Reding verabschiede ich mich. Für mich warten jetzt noch 340 Kilometer plus Heimfahrt, also knapp 400, weil ich trenne mich von meinen Kollegen bei 340 Kilometer. Dann geht es für mich ab nach Hause, nochmal 60 Kilometer kurvenreich, und für ihn ist dann Sense. Und somit alles Liebe, meine Lieben. Ja, genießt noch die Tage, die zu genießen gehen, und haut euch aufs Bike und habt Spaß. Ich tue das jetzt auf jeden Fall. Ich fahre ein paar Kurven für euch mit. In diesem Sinne, euer 7 Heaven. Peace out, man.